Flamen und liberal denkenden Wallonen. Damals taten sich Flamen und Wallonen gegen die kalvinistischen Niederlande zusammen. Ich bin nicht sicher, ob sich die Mehrheit der Revolutionäre als Flamen oder Wallonen angesehen haben. Sie betrachteten sich als Belgier. Zu dieser Zeit ist das belgische Nationalgefühl sehr stark. Jean-Paul Détail, wallonischer Handelsattaché im belgischen Konsulat in Köln. Nach dem Wiener Kongress im Jahre 1800 die Siegermächte das Gebiet der Flamen und Wallonen, die ehemaligen katholischen. Das ist das einzige Museum mit einer umfangreichen Sammlung, das bis heute in privater Trägerschaft ist. Insgesamt 8-mal wurde sie saniert, renoviert, erweitert. Nicht immer war das Ergebnis zufriedenstellend. Die jetzige Erweiterung hat mehr als 2 Jahre gedauert. Die veranschlagten